Hallo meine baumliebenden Hippies und willkommen zum nächsten Ladder Game. Wir zocken heute mal die Waldelfen und wir gehen gegen die Vampire in die Schlacht. Und wir haben eine Armee dabei, die Waldelfen typisch aus einer fetten Menge Bogenschützen besteht. Und wir haben hier eine Frontlinie aus den Speerkämpfern ohne Schilden und den Baumschraten. Die sollten eigentlich relativ lang halten, vor allem weil noch die Rinne und Dörfu mit dabei ist. Die sollten eigentlich ganz gut was reißen können, zumindest lange halten. Dann haben wir noch eine Einheit Dryaden dabei, die sollen Zombies abfangen, die auf meine Bogenschützen gehen. Dann haben wir drei Bogenschützen dabei, und zwar die mit den Sternenfeuerpfeilen wegen dem magischen Schaden und der Rüstungsdurchdringung. Ich denke mal, dass das ganz gut abgehen müsste gegen die Vampire. Dann haben wir nochmal diese Kampftänzer hier dabei und eine Einheit Speere zum Verteidigen. Und wir haben einmal diese Falkenreiter dabei, die auch zum, ja, Start, also für Anstürme in den Rücken sind. Also ich will hier Kavallerie, die reinkommt, mit den Speeren abfangen und dann mit den Falkenreitern in den Rücken chargen. Und dann wollen wir mal sehen. Dann wollen wir mal sehen, ob wir da was reißen können. Jo. Dörfu hat noch Schmaus der Krähen dabei und die Irinne hat noch Erdenblut dabei. Auch einfach alles dafür, um. Ja. Blobs. Um Blobs gut überleben zu können. Und wir gehen einfach mal auf den Hügel hier hoch. Ich denke mal, da haben wir eine ganz gute Position. Er hat Fledermäuse, das ist nicht gut für mich. Vor denen muss ich abhauen. Er hat eine Menge Truppen, Skelettkrieger, und er hat die Verfluchten, die wir allerdings mit unseren Pfeilen zerstören können, und zwei Blutritter. Okay, das wird hart. Das wird wahrscheinlich ein bisschen hart werden. Und sein General ist Manfred von Karstein, der auf einem Pferd unterwegs ist. Ja, diese Fledermäuse, die gehen mir ein bisschen auf den Zeiger. Vor denen hau ich mal lieber ein bisschen ab. Ich muss ja nicht gegen die kämpfen, das passt schon. Okay. Ziel Nummer 1 sind jetzt hier die Verfluchten sowie die Blutritter. Die müssen wir auf jeden Fall platt machen. Und er hat hier drüben noch Hunde. Die Hunde können wir eigentlich schon mal ein bisschen bedrängen. Und sobald wir in Reichweite sind, öffnen wir das Feuer. Und zwar auf die Verfluchten hier hinten. Einfach mal auf die hier. Unsere Frontlinie kann einfach dann schon mal reinballern hier. Da schalte ich auch mal den Wächtermodus aus. Oder diesen Plänklermodus, weil der geht mir ein wenig auf den Zeiger. Und wir fangen hier schon mal den Angriff an. Dörfu kommt hier mit rein. Und hier drüben kommen wir mal da rein. So, hier landet er jetzt halt mit seinen Truppen. Das war ja klar. Wir holen uns die Fledermäuse möglichst schnell. Ich denke mal, unsere Truppen müssten es schon überleben können. Hier können wir mal einen kleinen Schmaus der Krähen reinballern. Und wenn der gekastet ist, hier drüben auf die Speere mal einen weiteren Zauber. Hier kommen uns sind die Fledermäuse jetzt weg. Die Triaden gehen mal hier drüben rein. Hier holen wir mit den Speeren mal seine Blutritter. Und kommen dann mit den Falkenreitern hier in die von hinten rein. Die Bogenschützen feuern weiter. Dörfu geht es noch relativ gut. Aber der soll auch mal hier in Nahkampf gehen auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt hier wirklich mal das Feuer auf die Steuermänner öffnen, weil die sind eigentlich ein perfektes Ziel dafür. Oh nein, er ist hier durchgekommen. Zum Glück habe ich meine die nächsten Speere hier noch am Start. Los, holt euch die Hunde. Zum Glück habe ich hier noch die Speere, die stellen sich jetzt nochmal hier auf. Die Falkenreiter kommen auch mal hier mit rüber. Wobei, die könnten hier eigentlich auch mal Manfred ganken. Das ist eigentlich auch eine coole Sache. Hier können wir nochmal einen Schmaus der Krähen reinballern. Das ist nämlich ziemlich derbe jetzt, was das für einen Schaden gleich machen wird. Was geht denn hier? Warum macht Manfred unsere... Ach so, mit Fate of Puna, okay. Verstehe schon.
Okay, wir haben unsere Kavallerie verloren. Das ist jetzt richtig ärgerlich. Aber egal, das passt schon. Ich glaube, wir kriegen das hin, liebe Leute. Jo, hier haben wir tatsächlich den Nahkampf bereits gewonnen. Mit Hilfe unserer Bogenschützen, die jetzt mal auf die Kavallerie hier hinten schießen. Das ist das Wichtigste, das ist Ziel Nummer 1 jetzt gerade. Und ich muss... Oh nein! Los! Falken, wo seid ihr? Weg, weg, weg! Speere holen sich die jetzt, los! Die hier müssen dahinter. Manfred kämpft hier in einem Blob, das ist okay. Können wir nochmal... Ah, das tut jetzt gerade richtig weh mit den Speeren hier. Also mit den Bogenschützen, die jetzt hier richtig heftig zerlegt werden gerade. Das ist echt ein bisschen doof. Ich kann nur darauf hoffen, dass sie jetzt hier nochmal ein bisschen rauskommen werden. Ich meine, die Blutritter, denen geht es hier natürlich auch nicht so besonders toll in dem Kampf gegen die Asrei-Speere hier. Aber das ist jetzt auch nicht optimal. Hier sind wir mittlerweile mit denen fertig geworden. Können wir die Dryaden jetzt hier wieder abkommandieren. Und die Zombies hier, die können wir einfach ausmanövrieren, das ist kein Problem. Oh, da kommen die Nächsten rein. Der nächste Angriff der Blutritter hier. Das ist jetzt schon ein bisschen doof. Aber mit Dörfel gehen wir jetzt mal zu seinem General hier rüber, weil der Kampf hier drüben, der gehört uns eigentlich schon so gut wie. Die Falkenreiter sind immer noch am Leben, das ist super. Die können jetzt mal hier hintergehen. Mit den Speeren holen wir uns nochmal die. Versuchen die hier mal so ein bisschen zu isolieren. Aber das tut natürlich jetzt richtig weh, dass er sich unsere Bogenschützen hier jetzt schon geholt hat. Welche Bogenschützen fliehen denn momentan noch nicht? Die hier können jetzt mal einfach das Feuer hier drüben eröffnen. Okay, Dörfung. Braucht die jetzt hier hinten. Die Blutritter, die dürfen wir eigentlich platt machen und Dörfung... Dörfu ist halt natürlich noch ein ziemlich heftiger Gegner jetzt für meine Truppen meines Gegenspielers hier. Weil Dörfu, der ist schon nicht zu unterschätzen im Nahkampf. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, wenn man gegen ihn kämpft. Alles okay. Ich glaube auch, dass wir da drüben eigentlich gar keinen Zauber mehr brauchen. Ich glaube, ich heb mir das fast mal. Ja, wobei, wenn wir jetzt hier gerade einen reinkriegen könnten, das wäre eigentlich ganz gut. Sehr schön, er kommt jetzt hierher. Ich gehe mal davon aus, dass Dörfu hier noch eigentlich ganz gut klarkommen dürfte. Und hier haben sich unsere Bogenschützen wieder gesammelt. Das, was noch von ihnen übrig ist. Weil die haben schon richtig viel Schaden genommen. Aber Dörfu, den kriegt man nicht so leicht platt. Der Typ ist einfach echt derbe. Die Speere will ich hier drüben haben, aber die Waldschrate, die Baumschrate können auf die hier gehen. Und da gibt man Gegner auf. Interessant, ich würde mal sagen, wir schauen uns das nochmal an. Ja, er hat natürlich eine gute Arbeit gemacht mit seinen Blutrittern und mit den Hunden. Und vor allem, dass ich meine Reiter da verloren habe. Das war richtig dumm. Das dürfte eigentlich nicht passieren, sowas. Weil, wenn ich die bis zum Ende noch gehabt hätte... Dann hätte ich wirklich noch einiges mit denen machen können. Zombies weghauen oder irgendwelche Infanterie weghauen. Oder halt auch die Hunde nochmal weghauen. Das wäre alles mit denen gegangen. Und dann waren sie halt dann nicht mehr da. Aber trotzdem, die Bogenschützen haben sich trotzdem ganz gut gelohnt. Damit konnte man halt den Nahkampf ziemlich schnell gewinnen. Und er hat in der Vorhut nichts weiter aufgestellt, außer diese Hunde. Und ist eigentlich auch eine ganz schöne Armee, die er hier hat. Die Skelette, die hier im Gleichschritt marschieren, ist immer cool zu sehen. Und diese Einheit hier, diese Steuermänner, die wären eine richtig heftige Problematik gewesen, wenn ich nicht die Bogenschützen gehabt hätte. Weil die Bogenschützen mit ihren Sternfeuerpfeilen sind halt optimal geeignet, um diese Steuermänner hier auszuschalten, die sonst... ohne der Hilfe von denen ewig halten und ewig viele Kills sammeln, weil die halt Regeneration haben und weil sie Rüstung haben, was beides optimal ist für die Pfeile dieser Sternenfeuer-Bogenschützen, weil die eben Feuerschaden machen und rüstungssüchtigen Schaden.
Deswegen sind die hier eigentlich das optimale Ziel für die für diese Pfeile. Und warum ich jetzt halt mit den Falkenreitern zu vorsichtig war und nicht gegen die Fledermäuse hier drüben kämpfen wollte, liegt einfach daran, dass die Fledermäuse die Falkenreiter platt machen. Und zwar möchte man das gar nicht meinen, aber die haben eine Nahkampfabwehr von 44, was es ihnen ermöglicht, echt Ewigkeiten auszuhalten und die Falkenreiter in einem langgezogenen Nahkampf fertig zu machen. Und ich finde es eigentlich auch mal wieder echt cool, mit Durthu zu spielen. Weil Durthu einfach so eine Einheit ist, der ist einfach so cool mit seinen Weidenhaaren hier. Schaut echt genial aus, wie er hier die Skelettkrieger platt macht. Und er macht ja auch magischen Schaden, glaube ich, ne? Durthu macht magischen Schaden. Und halt einen rüstungssüchtigen Schaden von 480. Und das ist halt schon richtig nice. Das sieht er schon mit Flock of Doom. Der ist immer noch gut. Flock of Doom ist so ein Zauber, der lange Zeit, der eigentlich schon immer gut ist, kann man eigentlich sagen. Und der macht hier auch richtig gut HP-Schaden. Er heilt sie allerdings gleich wieder hoch mit seinen Heilzaubern, damit Aufrufung von der Heck. Aber hier sehen wir schon, da kommen die Pfeile eben rein und das ist das, was jetzt diese Verfluchten hier so runtergezogen hat. Momentan sieht man es nicht so gut, weil die gerade geheilt werden, aber das macht trotzdem echt immensen Schaden hier, diese Salven der Waldelfenbogenschützen. Die Waldelfenbogenschützen gehören halt, ja, sind eigentlich mit die besten im Spiel, kann man sagen. Auch gerade für den Preis, die sind relativ günstig dafür, dass sie so viel Schaden machen. Und hier, das ist immer so eine Taktik, die ich immer gern anwende. Mit den Falkenreitern praktisch, wenn er jetzt halt hier. Oh, da haben wir die Kavallerie verloren. Das ist klar, dass die da innerhalb von kürzester Zeit platt gemacht werden. Das war ein Riesenfehler von mir. Da habe ich ihm eine ganze Einheit einfach geschenkt, 1000 Gold. Aber wenn jetzt zum Beispiel die Reiter, diese Blutreiter jetzt hier hinterkommen so, und dann hier reinchargen in meine Speere, dann komme ich immer ganz gern mit den Falken hier einmal rum und fall denen dann hier in den Rücken und die Falken hier im Nahkampf machen üblen Schaden an so Kavallerie und so weiter, weil die eben rüstungsdurchdringenden Schaden haben und dadurch echt gut gegen diese Kavallerieeinheiten sind im Nahkampf. Und ja, hier mit den Hunden, da habe ich ein bisschen die Hunde auch unterschätzt, die habe ich zu spät ausgeschalten. Und da, das war halt jetzt der Moment, wo meine Bogenschützen sich wahrscheinlich auch gedacht haben, ach du Scheiße, was macht er denn wieder? Jetzt müssen wir hier seine Fehler ausbaden, weil die werden jetzt halt richtig platt gemacht von dieser Elite-Kavallerie. Und das ist so cool, diese Blutritter zu sehen, wie sie sich hier die Bogenschützen vorknöpfen. Die Blutritter sind auch in dem Moment jetzt hier noch eine der größeren Gefahren gewesen gegen Durthu. Die können Durthu auch ziemlich platt machen, in die Tonne kloppen. Was war das jetzt eigentlich hier? Ach so, das war der Zauber von Durthu, dieser wie heißt der eigentlich? Mal kurz nachschauen. Wir gehen mal kurz zu Durthu rüber und gucken uns hier an, wie er die Steuermänner zu Klump haut. Ich glaube irgendwas mit Feen, ne? Irgendwie so Feen? Schwarm der Klagefeen, genau. Da kann man sich auch drüber streiten. Ich weiß gar nicht, wie der momentan so ist, ob der effektiv ist. Aber ich bringe ihn immer wieder mal ganz gern mit, so wenn ich die Waldelfen mal spiele. Und ich hatte jetzt hier in dem Fall auch in der Frontlinie hier Speerträger ohne Schilde. Einfach aus dem Grund, weil die Vampire ja keine Bögen haben. Und da habe ich mir gedacht, kann man jetzt mal auf die Schilde verzichten. Auch wenn die natürlich mehr Nahkampfabwehr haben, die mit Schilden, aber trotzdem. Und was ich jetzt halt hier nochmal nachschauen wollte, war eigentlich, wie viel Mann noch diese in dem Regiment hier sind. Okay, 9 von 18, da ist schon die Hälfte weggehauen von den Falkenreitern. Aber die Falkenreiter sind echt eine coole Einheit, das muss man echt sagen. Waffenstärke von 45 und rüstungsdurchdringender Schaden. Ziemlich cool auf jeden Fall, haben zwar nicht so den besten Nahkampfangriff, aber im Charge sind die echt nicht schlecht so. Und hier kommt natürlich jetzt Durthu rein. Da denkt sich Manfred natürlich jetzt auch, auf gar keinen Fall, da hat er gar keinen Bock drauf. Ja, wir haben jetzt hier nochmal diesen Klagefeen-Schwarm gesehen, wie er in die Blutritter eingeschlagen ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Schaden der jetzt hier gemacht hat, hätte ich jetzt gerne noch gesehen, aber naja. Und ja gut, in dem Moment
hat er halt keine Elite-Truppen mehr gehabt, mit denen er uns jetzt hier töten hätte können. War so ein bisschen sein Problem gerade. Und ich sag's dir, Leute, ich sag's irgendwie jetzt immer wieder, aber ich finde echt, zwei Zauber sind echt genug so. Also ich finde drei Zauber schon fast zu viel, je nachdem, welche es halt sind, wie teuer sie sind. Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Zauber wie zum Beispiel den Kettenblitz dabei hat, der sehr teuer ist, dann würde ich nicht mehr als einen weiteren mitnehmen, weil sonst habt ihr einfach zu wenig Magie. Also zu wenig Mana, zu wenig Winde der Magie, um das alles ausnutzen zu können. Und naja, ich bedanke mich bei meinem Gegner Edward Monte und bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat's gefallen. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder und ciao.